Most Wanted und ich fange jetzt eine neue Karriere an. Also, dann lege ich jetzt mal los. Dann mache ich deine Karre. Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, wer rammt dich, wenn es sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Schon kurz.
Oh Mann, hast du dich möglicherweise verfahren? Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was, was ich wissen sollte? Ich warf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschnittwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so einen. Vor 4 Tagen auf der Suche nach einem Was hab ich dir gesagt? Razor, er hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe! Noch so ein mächtiger Raser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Mächtiger Raser oder nicht? Die Kiste ist trotzdem heiß. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt sie alle hier. Auch diese normalen Benzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. 5 Riesen. 5 Riesen! So ein Clown macht meinen Junge platt.
Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahre nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun, oder was? Ich hab ihn. Toto Sato. Warum nicht um 10 Riesen? Ach so, du willst dir voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auf dem Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Thank you.
zuerst Tor. Gutes Rennen, dein Ziel gefällt mir. Aber bei den Typen musst du aufpassen. Bis dann. Na, du Angeber, ich find's gut, dass du dich hierher traust, wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Hey, konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Sie gehört mir, klar?
Und ich werde sie jetzt erstmal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey Mia, Schätzchen. Die Gewinner sind doch hier drüben. Die Undercover-Jungs hatten mich fast. Aber jetzt bin ich das. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Einige Zeit später. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelenkt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klar gemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. Wenn ihr wollt, das halt eben auch beim ersten Profil, wird eben auch mal ein Video machen. Schreibt es unten in die Kommentare. Das lädt zu viel, also will ich mir den. Hey, ich bin's. Check deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt habe. Wir treffen uns dort. Du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab. Kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn es dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Come on.
allererst noch dann von der Blacklist. Wie ist das hier? Das ist nicht direkt gegen den Sunny, sondern gegen die drei anderen. Das mich selbst gewundert hat irgendwie. Und ja. Nur wenn man Erster wird, kann man überleben. Meilensteine waren das und ich weiß nicht, wie viel Kopfgeld. Ja. Da seht ihr, dass dieser Rockdumpen eben auf meiner Seite ist. Besieg Wazer und werde die Nummer 1 der Blacklist. Du erreichst sie vom Unterschlupf und dem Teilnahmesystem aus. Ich hält deine Fortschritte fest und zeig dir, was du tun musst, um einen Gegner herauszufordern. Wenn fahr zu den Flaggen auf der Karte und benutzt das Teilnahmesystem oder ruf die Blacklist auf und geh auf den Meilenstein. Beweis jeden Blacklist-Mitglied dein Können, damit du es herausfordern kannst. Du findest sie unter. Meilensteine in der Blacklist. Kopfgeld. Das Kopfgeld ist ein Maß dafür, wie intensiv die Polizei dich sucht und wie gut dein Ruf bei der Blacklist ist. Es steigt, wenn du Meilensteine erreichst. So wie für jede Sekunde, die du verfolgt wirst, bei einer höheren Fahndungsstufe steigt es schneller. Wenn es dir gelingt, Polizeiwagen zu zerstören, wird nur angerechnet, wenn du der Polizei entwischst. Beginn Verfolgung, indem du auf Kopfgeld in der Blacklist gehst. Und ich würde mal sagen, dass ich jetzt dann auch das Auto erstmal auftunen werde. Und das ist hier. Nein, ich wollte nicht einfahren.
Never let the money go away, man. Never stop hollering at the fact you.
Thank you.